Und ich stelle mich mal in die Mitte, denn wir machen einen ganz kleinen raschen Umbau für unsere Panel-Diskussion und nutze aber schon mal die Zeit, um die Panelisten für die Diskussion vorzustellen. Ich stelle sie mal geballt vor und dann, wenn der Umbau fertig ist, kommen wir alle zusammen auf die Bühne. Ich freue mich wirklich, wirklich sehr, sehr, dass zwei Menschen, die haben Sie noch nicht gehört, kommen zu uns aufs Panel, beziehungsweise drei haben Sie noch nicht gehört, zwei sind Ihnen bekannt, dass wir jetzt nochmal diese Möglichkeit haben, das auch in etwas diskursivem Rahmen, so diese geballte Information des heutigen Tages zu diskutieren. Ganz besonders freue ich mich, Ihnen vorstellen zu dürfen, Frau Professorin Gesche Joost, die heute bei uns ist. Sie ist an der Berliner Universität der Künste für Designforschung zuständig und hier seit 2005 Leiterin des Design Research Labs. Da behandelt sie zusammen auch mit internationalen Partnern sehr viele spannende Fragen rund um die Themen, zum Beispiel wie Mensch-Maschine-Interaktion, Aspekte von Gender und Diversity in Kommunikationstechnologien und andere Fragen im Bereich Entwicklung von Produkten, Materialien, Smart Wearables, sehr viele spannende Fragen unserer Zeit. Und sie ist aber den einen oder anderen Menschen hier im Raum bestimmt auch deswegen bekannt, weil sie im Jahr 2014 für das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie als Champion für Deutschland in der Europäischen Kommission ernannt wurde. Einen großen Applaus, herzlich willkommen, Gesche. Wenn du magst, komm schon mal zu mir auf die Bühne. Als Zweites stelle ich nur ganz in Kürze vor einen Herrn, den haben Sie heute schon gehört und hat, wie ich finde, einen sehr inspirierenden Vortrag heute gehalten vom Zukunftsinstitut Österreich, Franz Kühlmeier. Nochmal herzlich willkommen. Als Drittes möchte ich Ihnen noch einen neuen Gast bei uns heute vorstellen. Wir freuen uns sehr, dass Jürgen Müller heute hier ist. Jürgen Müller leitet seit Mai 2014 die neu geschaffene Projektgruppe Digitale Gesellschaft im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Herzlich willkommen. Weitere neue Person, die ich Ihnen vorstellen möchte, ist Jochen Michels. Er ist Head of Accounting and Marketing and Public Affairs bei Fujitsu Deutschland, hat über 15 Jahre Erfahrung im Marketingbereich, Maschinenmanagement-Positionen und beschäftigt sich in seiner aktuellen Position unter anderem auch mit Themen wie dem Forschungs- und Entwicklungsprojekt Digitale Souveränität. Und last but not least möchte ich Ihnen nochmal den ersten Sprecher des heutigen Tages vorstellen, Herr Hannes Schwadrer, Präsident der Initiative D21. Nochmal herzlich willkommen bei uns auf der Bühne. Dann dürfen wir das ganz fantastisch wäre, nochmal Wasser und ein paar Gläser bekommen. Das wäre super. Ich setze mich mal so ein bisschen an die Seite, dann sehe ich Sie alle gut. Und das Thema des Panels habe ich schon zu Beginn angekündigt. Wir möchten einfach heute nochmal die Gelegenheit jetzt zum Abschluss nutzen, die verschiedenen Aspekte, die angesprochen wurden im Rahmen der Impulsvorträge in dieser Runde zu reflektieren. Und das heißt, wir haben angefangen mit einem Vortrag, der wirklich nochmal einen Überblick über den Digitalisierungsgrad der Gesellschaft gegeben hat und dort ein paar sehr spannende Punkte aufgeworfen hat. Und mit dem Thema wollen wir einsteigen, bevor wir dann nochmal weiter auch auf die einzelnen Teilaspekte, die wir besprochen haben heute, nämlich Daten, Arbeit, Bildung einsteigen und entsprechend dann natürlich nochmal auch für all Ihre Fragen und Kommentare öffnen. Ein Titel in den Medien, der die Publikation, den digitalen Index aufgegriffen hat, war nicht die positivste. Das heißt, nicht der positivste Aspekt der Publikation wurde rausgegriffen, sondern eigentlich einer eher der kritischen. Und zwar titelte Heise heute die Stagnation der digitalen Gesellschaft. Das ist natürlich eine echt ernüchternde Bilanz und vielleicht auch eine nüchternere als die, die wir heute im Laufe des Tages gezogen haben. Herr Schwadrer, wenn Sie diese Schlagzeile hören, wir machen mal so rum, fangen wir mal mit der Runde an. Finden Sie, das ist eine Missinterpretation des Berichts? Es ist zumindest nur eine Teilinterpretation, denn wir haben die qualitative Studie gesehen, die spricht eine eindeutige Sprache, 0,3% Zuwachs in einem Jahr an Internetnutzern. Das ist jetzt einfach objektiv Stillstand. Damit ist die Schlagzeile nicht falsch. Was Sie nicht genauer betrachtet haben, offensichtlich ist die qualitative Entwicklung, die wir über das letzte Jahr, die letzten 12 Monate beobachtet haben, wo wir zwar in der Vielfalt der Nutzung gewisse Einschränkungen haben, aber wenn Sie diese 36% derer, die in der digitalen Welt kompetent unterwegs sind, die Medienkompetenz schon beherrschen sehen, dann war das vor 12 Monaten eben noch keine 36%. Das heißt, der qualitative Umgang mit digitalen Medien hat sich verbessert. Es ist also
nicht falsch, was geschrieben würde, wenn Sie den rein quantitativen Anschlag nehmen, aber in der Gesamtstudie, denke ich, sind wir doch auf einem besseren Weg, als es damit reflektiert würde. Darf ich da drauf reagieren? Also sicherlich ist das so, aber ich war schon erstaunt, als ich die Zahlen gelesen habe, dass sich so wenig bewegt hat und dass die digitale Kluft und Spaltung so deutlich auch in Ihrer Studie belegt wurde, dass man sagen kann, also weit über die Hälfte gehören eher den Passiven an, den Non-Linern an, und es gibt auch einen relativ kleinen Teil, der sich digital kompetent und fit fühlt, und dass sich da in so einer dynamischen Zeit wie jetzt so wenig bewegt. Ich war doch sehr ernüchtert, als ich das nochmal gelesen habe, und habe dadurch auch nochmal bestätigt gefunden, was ich viel auf europäischer Ebene natürlich auch sehe, dass andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union sehr viel stärker darauf setzen, über digitale Bildungsformate Bewegung in die Debatte zu bekommen. Und das sehe ich hier sehr wenig, und deswegen belegen, finde ich, Ihre Zahlen sehr deutlich, dass wir da auf einem gewissen Niveau so weitermachen, aber es eben nicht so viel dran setzen, wie wir sollten, dass sich da was verändert. Herr Michels? Sie haben mit Blick auf die digitale Bildung hier in Deutschland vollkommen recht. Der Index heute, der Index 2015, ist aber nicht der Index 2011 und ist nicht der Index 2008, sondern da liegen Welten zwischen, weil sich dieser Index jedes Jahr verändert. Und wir leben in einer dramatisch schnellen Entwicklungszeit. Und da finde ich schon mal toll, dass Deutschland mit dieser Entwicklung Schritt hält. Und das ist ein enormer Erfolg. Und ich spreche da nicht von Stagnation, sondern das, was Bildung ausmachen soll, ist den Anforderungen des Wandels gewachsen zu sein. Und der Digitalindex zeigt, dass wir das können. Natürlich müssen wir aufbauen darauf. Ich will vehement widersprechen. Das zeigt, dass wir eben nicht die adäquaten Bildungsformate haben, weil wir dem nicht gewachsen sind. Es gibt ja viele Studien, gerade auf europäischer Ebene, die zeigen, dass wir im unteren Mittelfeld sind in Deutschland. Und ich finde auch nicht, dass wir nur Schritt halten müssen, sondern wir müssen Leadership kultivieren. Also wir müssen gerade die Nase vorn haben, wenn wir denken, welche Rolle wir in Europa und international spielen, was unsere Wirtschaftskraft angeht, aber auch was eigentlich unser Bildungssystem angeht, dann dürfen wir uns nicht damit zufrieden geben, dass wir sagen, wir halten irgendwie Schritt und wir verstehen, was da Sache ist, sondern eigentlich müssen wir ja sogar versuchen zu antizipieren, was bedeutet eigentlich Digitalisierung der Gesellschaft, um adäquat reagieren zu können, weil wenn im Moment reagieren wir und wir stellen, finde ich, viel zu wenig die Weichen, um überhaupt zu überlegen, was machen wir zum Beispiel mit Daten, was bedeutet Big Data für uns, was für eine Wertebasis haben wir für die Nutzung von Daten, und da meine ich nicht die technologischen Weichenstellungen, die sind auch eine Frage, sondern die gesellschaftlichen. Was gehören mir meine Daten eigentlich noch? Weiß ich nicht so genau. Finde ich es gut, dass meine Daten in unterschiedlicher Weise genutzt werden? Zum Teil ja, super. Zum Teil verstehe ich es aber selber gar nicht. Und wir sind, das hat Ihre Studie auch gezeigt, gerade bei dem Begriff Big Data, wie viel Prozent waren das? Irgendwie 5 oder so, die wissen, ja, ne, die wissen, was Big Data bedeutet. Und Big Data ist ja auch so ein schwammiger Begriff und so, aber allein zu überlegen, das ist so eine wichtige technologische Entwicklung, und es gibt so wenige, die überhaupt mal gehört haben davon, was da gerade im Gange ist. Also ich mache mir echt Sorgen, und das hat Ihre Studie bestätigt. Wir kommen gleich nochmal zum Thema Daten, weil ich fand, da gab es auch sehr viele, also finde ich auch sehr schön, dass es heute tatsächlich Ansätze gab, was man dann anders machen kann und eben nicht nur den Bemerk, tatsächlich sehr dramatisch, was das Bewusstsein dazu angeht. Aber da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ich würde gerne nochmal zurück zu dem Punkt Bildung und ein paar andere soziale Aspekte, die heute aufkamen, ansprechen. Ich habe es zu Beginn schon mal gesagt, eine der Zahlen, die mich am meisten schockiert haben in dem Bericht, ist die Tatsache, dass dass für Menschen, die keinen hohen Bildungsabschluss haben und einen Hauptschulabschluss zum Beispiel haben oder sich noch in diesem Bildungsweg befinden, die Zahl der Internetnutzer sogar nicht nur stagniert, sondern zurückgegangen ist. Also zurückgehende Internetzahlen ist etwas, wo ich das nicht für möglich gehalten habe, dass wir in einem Land wie unserem oder überhaupt weltweit von solchen Statistiken sprechen. Herr Müller, wenn Sie das hören, wo ist da der Ansatz? Das muss doch auch für Sie eine schockierende Erkenntnis sein, wo man sich überlegen muss, wie kann man auch gerade im Hinblick, klar, föderale Aspekte, ist natürlich, wenn wir über Bildung reden, immer ein Thema, wie kann man darauf möglichst schnell reagieren?
Also vielleicht ein Wort vorweg, ich werde immer kleiner, das liegt daran, dass der Stuhl kaputt ist. Das liegt jetzt noch nicht an den Zahlen. Ist bei Ihnen genauso. So. Gut, dass es mir nicht so geht, sonst würden Sie mich gar nicht mehr sehen. Ich hoffe, dass die Luft noch nicht aus der Debatte raus ist. Also vielleicht ganz kurz noch einen Schritt nochmal zurück. Ich muss Ihnen zustimmen. Nur weil der Gesamtindexwert jetzt nur um 0,3 gestiegen ist, würde ich noch nicht von Stagnation reden. Das hat Heise letztes Jahr auch schon gemacht. So, die Überschrift war ähnlich. Okay, 2014. Aber bleiben wir ganz kurz bei dir. Was tatsächlich ein Problem ist, finde ich, ist, dass die Struktur sich verfestigt, komplett verfestigt. Dass wir 20% haben, die überhaupt nicht online gehen, dass die Zahl derer, die potenziell online gehen wollten, in den nächsten 12 Monaten so gering ist, dass man fast sagen kann, das Potenzial ist ausgeschöpft inzwischen. So. Und dass wir die Spaltung, die haben Sie angesprochen, nicht nur zwischen nach Bildungsabschlüssen, sondern auch nach ökonomischem Hintergrund, aber auch Frau Mann, was ich ziemlich erschreckend fand, gerade bei der Frage Kompetenz, weil es nicht dem entspricht, was wir so für Zahlen hatten bis dato, dass es da noch so große Unterschiede gibt. Und dass wir eine ganze Gruppe haben, die abfällt, und das ist die Frau über 50, die finanziell relativ nicht auf Rosen gebettet ist, so, relativ schlecht gestellt, die fällt komplett raus. Das ist quasi die statistisch signifikanteste Gruppe, die wegfällt. So. Jetzt die Frage, was können wir machen? Ich glaube, wenn wir jetzt hier drüber reden, dass wir mehr das Thema Digitalisierung in die Bildungspolitik bringen müssen, in die Bildung bringen müssen, vor Ort bringen müssen, da nickt jeder sofort. Wie du das dann ganz praktisch machst, ist was anderes. Ich habe sehr viele Lehrer in meinem Umfeld, die haben inzwischen auch Smartboards. Die sagen, wir haben die Smartboards, nur was wir damit machen, wissen wir nicht so genau. Aber genau, das ist ein Punkt, das ist ein Tool, genau. Aber das ist dann noch lange kein Inhaltsstoff. Genau, aber das ist der Punkt. Es fehlt quasi, wir glauben, durch Digitalisierung bedeutet nicht, ich stelle da irgendein digitales Instrument hin. Oder ich verteile einfach nur iPads an die Schüler. Das reicht überhaupt nicht. Ich muss eine komplett andere Struktur, die dahinter stehen muss, muss ich aufbauen. Ich muss auch einen anderen Zugang zu Bildung und vielleicht auch den Bildungsbegriff auch mal ein bisschen ändern. Das ist eben nicht nur die Festplatte, die vollgeschrieben wird. So, wie man sagt, ich schreibe ein paar Jahre die Festplatte voll und danach profitieren dann alle davon und kommen dann durchs Leben. So funktioniert das heute nicht mehr. Wir sind da aber immer bei sehr langwierigen Veränderungs- und Transformationsprozessen. Ich habe kurz mit einer Person geredet, die für die Einbringung von digitalen Themen in Schulfächern in NRW zuständig ist. Und die Tatsache, dass nach 5 Jahren jetzt nochmal was passiert ist, ist ein Riesenerfolg, weil diese Prozesse sind sehr langsam. Ich würde es nochmal andersrum sagen. Ich hatte vor kurzem ein Panel mit nur 16-Jährigen. Und der Punkt in diesem Papier, in dem gesagt wird, dass eher Menschen über 50 für die Integration von digitalen Themen in Schulfächern sind, also weniger als die Schüler selber, hat mich nicht mehr überrascht, denn die Bilanz dieser Schüler fiel so nüchtern aus über die Inhalte, die sie im Unterricht vermittelt bekommen. Und selbst dann, wenn sie Computer im Unterrichtsfach haben und zum Beispiel ganz simple Sachen wie Word Anwendung oder sowas lernen sollen, meinen Sie, verlassen Sie eigentlich dieses Fach ohne praktische technische Fähigkeiten und Kompetenzen? Was fällt uns in der Runde vielleicht an innovativen, kreativen Lösungswegen ein, um da nicht eben in 5 Jahren erst was zu tun, sondern ab morgen? Wenn man sich Schulen heutzutage anschaut, ist jede Schule für sich selbst zuständig. Daneben gibt es den kommunalen Sachaufwandsträger, es gibt die Bildungspolitik in den Ländern. Und dadurch haben wir in Deutschland nicht nur einen Kleinfürstentümerei, sondern wir haben einen Flickenteppich, der nicht auszuhalten ist. Und die Bestrebungen, moderne IT-Lösungen für den Unterricht so nutzbar zu machen, dass möglichst viele davon profitieren, scheitert an vielen Einzelinteressen, sowohl auf der kommunalen Ebene, bei den Ländern. Und immer dann, wenn es darum geht, dafür, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, deswegen geht digitale Bildung nicht voran. Immer dann, wenn es darum geht, das kostet auch erst einmal Geld, bevor es dazu führt, dass wir einen Qualitätsgewinn bekommen. Dieser Schritt wird nicht gemacht. Da haben Sie vollkommen recht, digitale Bildung liegt in Deutschland im Argen. Trotzdem bin ich der Auffassung, erst einmal Schritt zu halten, das liegt nicht an unserer digitalen Bildung, das liegt an der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, das liegt daran, wie das Thema in den Unternehmen aufgegriffen wird und das liegt letztendlich daran, dass es immer noch Personen gibt, die neue Denkmodelle finden und diese auch letztendlich umsetzen. Wir müssen hier rangehen und erstmal ist das ein Appell an die Politik in den Ländern, in den Kommunen, aber auch in dem Bund dafür zu sorgen, dass das mit Budget hinterlegt wird. Und dass man mal über dieses, ich sage es mal, kleinkarierte Denken hinwegkommt.
Gisch, hast du eine Idee, was wir ganz konkret auch total einfach anpacken können? Ja, ganz pragmatisch. Und zwar, wir haben ja auf europäischer Ebene, gibt es seit 2 Jahren die Code Week. Das ist eine Woche lang, werden im Oktober Programmierkurse für Kinder und Jugendliche angeboten. Und zwar nicht von staatlicher Seite, sondern dezentral. Das sind Elterninitiativen oder Gymnasien oder die Open Knowledge Foundation oder wer auch immer. Und da sind wir in Deutschland jetzt, in diesem Jahr haben wir darüber über 5000 Kinder und Jugendliche erreicht, die halt eine Woche lang mal reinschnuppern konnten, was bedeutet Digitalisierung. Das reicht natürlich nicht eine Woche, aber was wir da kennengelernt haben, in ganz Europa waren das wahnsinnig tolle Zahlen, also in Deutschland waren es halt ungefähr 80 Kurse, in Griechenland waren es 450. Just saying, also Griechen haben auch noch andere Sorgen und die haben es irgendwie noch besser hingekriegt. Jedenfalls, da haben wir so viele tolle Initiativen kennengelernt, die fast ohne Mittel, ohne Überbau einfach aus Eigeninitiative heraus was gemacht haben. Die müssen wir stärker integrieren in offene Unterrichtsformate. Wir haben viele Unternehmen, die sich auch da engagiert haben, die gesagt haben, wir schicken so quasi Ambassadors in Unterricht, in Digital-AGs, um da Kenntnisse zu vermitteln. Wir müssen da eine gemeinsame Initiative hinbekommen, zusätzlich zu dem, was Sie sagen, natürlich muss das mit Budget hinterlegt werden von Länderseite aus, aber wir schaffen es nicht, wenn wir sagen, wir müssen erstmal einen Budgetplan machen, dann müssen wir die Lehrerausbildung umbilden, dann müssen wir das Curriculum neu schreiben, dann sind 10 Jahre vorbei, also so lange können wir nicht warten. Deswegen müssen wir diese dezentralen Initiativen, die toll sind in Deutschland, diese Szene, die unterwegs ist, müssen wir in den Unterricht reinholen, müssen Open Educational Resources nutzen, wir müssen eben offene Lernumgebungen schaffen und dann können wir gleichzeitig auch, was Sie sagten, schon mal mit andenken, wir können Bildung heute ganz neu denken und da gibt es, glaube ich, ganz tolle Potenziale, die man darüber hinbekommen könnte und das geht heute. Herr Kümmer, Sie haben auch noch eine Idee, was wir tun können. Mir sind ein paar Dinge aufgefallen in dieser Bildungsdiskussion. Das eine meine ich, die Freunde in Amerika haben so einen netten Spruch, a fool with a tool is still a fool. Nicht? Also ein Narr mit einem Hammer ist immer noch ein Narr. Und so ähnlich ist es auch im Unterricht. Ist eh schon gefallen, nur wenn man Whiteboards in Klassenräume hineinstellt, ist noch gar nichts getan. Und ich meine, dass es gar nicht so sehr nur um die Benutzung dieses neuen Tools geht, sondern dass es sich um einen fundamentalen Kulturunterschied handelt, wie jetzt Unterricht in der Zukunft funktionieren kann. Der nämlich mit der Rolle des Lehrers oder der Lehrkraft substanziell zu tun hat, die, wenn sie nach einem traditionellen Modell unterrichtet, von Machtverlust geprägt ist. Und deswegen verändert sich die Rolle des Unterrichts auch relativ langsam, weil der Lehrer einfach nicht mehr der Hüter des hermetisch gehandelten Wissens ist, das von Zeit zu Zeit an den Studenten halt weitergegeben wird, sondern im Gegenteil, wenn du was sagst im Unterricht, schauen die Schüler auf ihrem Smartphone nach und sagen, das stimmt nicht, was du gerade gesagt hast, außerdem gebe ich dir ein schlechtes Rating, mache ein Foto von dir und poste dich auf Facebook, weil du ein Narr bist, der da vorne steht in der Klasse. Damit muss sich einmal ein Lehrer auseinandersetzen, das heißt, es geht gar nicht so sehr um die Tool-Frage, sondern um die Frage, wie sieht Unterricht im 21. Jahrhundert aus? Gar nicht so sehr, was lernen wir, sondern wie wird gelehrt? Ja? Und ich habe in meinem Vortrag vorhin gesagt, warum sollen Menschen überhaupt noch ins Büro kommen? Ich muss ja nicht ins Büro kommen, weil die Produktionsmittel sind nicht dort. Die gleiche Frage ist gültig auch für Schulen. Warum soll ich in die Schule kommen? Weil den Content muss ich mir dort nicht mehr abholen. Der ist ubiquitär verfügbar, überall verfügbar. Ich komme in die Schule aus ganz anderen Gründen. Nicht? In der Vergangenheit war es so, man hat in der Schule den Lehrstoff gelernt, ist nach Hause zum Üben gegangen. Da kommt der Begriff Hausübung ja auch her. Und heute ist es eigentlich umgekehrt, oder? Ich könnte den Stoff ja zu Hause lernen über digitale Medien und komme in die Schule, um ihn zu üben mit dem Lehrer oder mit den Kolleginnen. Also ich glaube, Unterricht ändert sich einfach substanziell und wir greifen in der Bildungsdiskussion zu kurz, wenn wir Digitalisierung nur mit Medieneinsatz gleichsetzen, sondern müssen die Kultur des Unterrichtens wirklich dramatisch verändern. Ja, Sie haben ganz wichtigen Punkt genannt, auch mit der Fragestellung, was ist der richtige Ort? Und die eigentliche Fragestellung ist auch die, was ist für welches Ziel die richtige Methode? Und klassische Methoden des Lernens haben natürlich noch ihre Berechtigung, wenn sie dort eingesetzt werden, wo sie zu Erfolg führen. Und das muss sinnvoll kombiniert werden, genau wie Sie das gesagt haben. Warum dreht man Dinge nicht um? Warum macht man Gruppenarbeit nicht digital unterstützt vor Ort und macht eine Einzelarbeit zu Hause, lädt Ergebnisse hoch und diskutiert das wieder? Und das ist eine Frage, glaube ich, die generell in der Digitalisierung zurzeit noch schwer zu beantworten sind. Was ist für was die richtige Methode?
wo sind digitale Wege richtig, wo ist mein analoger Weg richtig und wo gibt es gar keinen Unterschied mehr. Das heißt, wo sind die Infrastrukturen bereits so zusammengewoben, dass man gar nicht mehr zwischen analog und digital trennen kann. Ich habe das Mikro kurz ausgemacht, als wir den Stuhl getauscht haben, damit wir jetzt wieder auf Augenhöhe diskutieren können, wie man so schön sagt. Genau, und das ist natürlich eben auch die Frage, wie veränderungsbereit ist ein System? Und ich glaube, Bildung ist etwas, das hat sehr, sehr viele sensible Kontexte. Da hätten jetzt bestimmt schon viele Personen aufgeschreckt und gesagt, das ist aber gefährlich für die Gesellschaft. Im Bereich Gesundheit sehen wir das etwas entspannter, vor allem dort. Also diese Frage, muss der Arzt präsent sein oder kann ich ihm zum Beispiel über E-Health-Lösungen auch aus der Ferne konsultieren? Vor allem da, wo die Ärztedichte so gering ist mittlerweile, dass wir Versorgungsengpässe bekommen. Das sind leider aber auch Regionen in Deutschland, wo wir Internetversorgungsprobleme haben und die Übertragungsraten nicht ganz die entsprechenden sind. Ich fand das einen ganz interessanten Punkt heute, dass das so rausgegriffen wurde, dass E-Health zum Beispiel zwar auch nicht groß bekannt ist, aber Big Data noch dahinter ist. Nicht? Also diese sozusagen geringen Wahrnehmungsraten für die großen Themen unserer Gesellschaft, aber dass die Tatsache, dass Menschen über Internet der Dinge und Big Data wenig Bescheid wissen, heute mehr Aufmerksamkeit erregt hat, als dass Menschen über E-Health und E-Government Bescheid wissen. Denn diese zwei Punkte würden ja eigentlich jeden Einzelnen berühren. Man kann es sich aber ganz gut erklären, dadurch, dass es natürlich eine ganz andere mediale Aufmerksamkeit zum Beispiel für Themen wie Industrie 4.0 gibt. Ich aber schon in den letzten Jahren wenn ich lange zurückdenke, an bei weitem keine so große Regierungskampagne zum elektronischen Regierungshandeln, vor allem nicht im Gesundheitsbereich, erinnern könnte. Ist das nicht auch eine Marketingfrage? Müsste die Regierung da nicht viel stärker auch für Aufmerksamkeit werben? Das ist jetzt der Moment, an dem ich ans Gesundheitsministerium verweisen darf, dass nicht hier ist. Was auf der Folie ja auch drauf war, was ich unglaublich wichtig finde, wo ich mich sehr freue, dass wir es dieses Mal das erste Mal abgefragt haben, ist, dass wir mal nach deutschen und englischen Begriffen ganz banal abgefragt haben. So. Und gesehen haben, dass ganz viele Leute schlichtweg mit diesen englischen Begriffen nichts anfangen. Und dass wir so eine, ich weiß was nennen, elitäre Diskussion ständig führen. Wir hauen uns die Begriffe um die Ohren und die Leute können damit überhaupt nichts anfangen. Über was reden die da eigentlich? Ja. Gerade vielleicht also die Senioren in Brandenburg, sozusagen, die wir als Zielgruppe für E-Health-Lösung rausgegeben haben, die schon die Grundbegrifflichkeit nicht in ihrem Wortschatz hat. Die haben die nicht in ihrem Wortschatz, sondern wenn man mal ganz kurz zu den Senioren, die eine sehr interessante Gruppe kommen darf, wenn wir vorhin gehört, wir sollen zielgruppenspezifische Programme machen. Bei den Senioren ist das so, wenn sie denen sagen, wir machen jetzt ein zielgruppenspezifisches Seniorenprogramm ins Internet, dann pfeifen die ihnen was. So, da machen die nicht mit. Senioren wollen keine Seniorenprogramme haben, überhaupt nicht. Also es ist gar nicht so einfach, da quasi was Zielgruppenspezifisches zu machen, ohne der Zielgruppe zu sagen, wir machen jetzt aber was für euch mit großen Tasten. Und das funktioniert überhaupt nicht, das mal ganz klar zu machen. Große Tastentelefone. Große Tastentelefone. Ich muss da jetzt hinein, weil ich habe ganz vor kurzem meine Radiosendung zu diesem Thema gehört und da kamen die Seniorenhandys, also diese, die halt so groß sind wie ein Feldfunkgerät noch irgendwie aus dem Zweiten Weltkrieg, so irgendwie. Große Tasten, großes Display. Und dann hat man eine ältere Dame interviewt im Radio und hat gesagt, wie soll das Telefon aussehen? Er hat gesagt, ja, ich brauche schon ein größeres Display und die Tasten auch nicht so ganz klein, das ist alles richtig, aber eigentlich hätte ich gerne ein Telefon, um das mich meine Enkelkinder beneiden. Von der Funktionalität her, ja? Wo du nicht nach Hause kommst mit dem Ding und jeder sofort sieht, du hast offensichtlich den Anschluss an die Gesellschaft verloren, sondern im Gegenteil, du hast ein cooles Gerät. Ja? Also ich glaube schon, dass es ein Produkt, Seniorenhandy, Senioren, was auch immer geben kann, aber eben nicht als wie eine Krücke dargestellt, die Nachholbedarf von vornherein signalisiert, sondern auch wiederum etwas Cooles. Und ich glaube, wenn wir über E-Health sprechen, ist es ja ähnlich. Es gibt ungefähr 78.000 Apps, die sich mit dem Thema Gesundheit und Fitness auseinandersetzen. Also das Thema E-Health funktioniert, ja. Es ist vielleicht nicht die offizielle E-Health-Applikation unter diesem Begriff, aber die Menschen tracken ihr privates Fitness- und Gesundheitsleben und laden Daten über Herzfrequenz und ähnliche Dinge an irgendwelche anonymen Konzerne hinauf und machen das ganz problemlos im Alltag. Ich glaube, wir müssen sie mehr an der Lebenswirklichkeit auch abholen, begrifflich und auch von den Anwendungen her und nicht noch eine weitere sozusagen Amtsbarriere aufbauen dahinter, sowohl die Industrie als auch die Behörden.
die Lösung auch oder ein möglicher Weg, um sowas in die Wirklichkeit umzusetzen, sowohl was die Technologieentwicklung angeht, als auch was die Politikentwicklung angeht, wäre eben ganz klar Partizipation. Und zwar volle Kanne von Anfang an. Und das machen wir im Kleinen, im Forschungslabor. Wir arbeiten zum Beispiel mit verschiedenen Seniorengruppen zusammen oder mit einer Demenz-WG arbeiten wir zusammen. Und da haben wir auch genau das beobachtet. Es gibt heute für zum Beispiel das ganze Thema AAL, Ambient Assisted Living, wieder so ein Elitendiskurs, keiner weiß, was heißt eigentlich Smart Home und das ganze Zeug. Wenn man dann mal mit Senioren zusammenarbeitet, dann sagen die, es gibt heute so Notfallsysteme, so einen großen roten Notfallknopf um den Hals, der ist total stigmatisierend, den trägt keiner, sondern der liegt in der Nachttischschublade. Da liegt er dann gut, wenn man irgendwie stürzt, hilft er auch nicht. Und wir haben dann einfach mit diesen Senioren zusammen so ein Wearable entwickelt, haben es natürlich auch nicht Wearable genannt, sondern es ist eine Jacke, die, wenn man stürzt und in Not ist, einfach hier am Bündchen ziehen muss und dann wird einfach über Smartphone die Lokalisierungsdaten werden übermittelt und es wird halt Notruf ausgelöst. Das waren erstmal, wir mussten das erstmal lernen von denen im Dialog mit den Senioren, weil wir wussten es nicht und dachten, technologisch ist dieser Knopf hier auch irgendwie ganz schön, aber genau solche sozialen Aspekte sind wichtig. Und das würde ich mir wünschen, auch stärker in der Politikkommunikation, in der Technologieentwicklung von Anfang an unterschiedliche Nutzergruppen mit einzubeziehen, nicht etwas für Senioren, über Senioren zum Beispiel zu machen, sondern mit Senioren. Und dann hat man eine Vielfältigkeit auch abgebildet, sowohl in der Kommunikation, dass wir eben nicht über so abstrakte Dinge wie Big Data sprechen, nicht nur der Begriff ist komisch, sondern es ist ja auch total abstrakt. Big Data ist irgendwie so alles und dann, was hat das mit mir zu tun, sondern das ganz klein runterzubrechen. Und dann ist in Bezug auf eHealth die Akzeptanz viel größer. Als wir diese Jacke zum Beispiel entwickelt haben, haben ganz viele, wir haben eine kleine Studie dazu gemacht, ganz viele gesagt, super, das ist ein Nutzen für mich, ich verstehe, was für Daten da wie vernetzt werden. Das ist eine Anwendung, die hilft mir. Alles prima. Und das ist, glaube ich, ein Zugang, den wir brauchen, ganz stark eben inklusiv, partizipativ zu arbeiten. Ich höre das so ein bisschen in Appell natürlich auch an uns als Technologieunternehmen, die wir natürlich als amerikanisches Unternehmen noch viel schlimmer in amerikanischen Termen sprechen. Das ist aber, glaube ich, der geringere Nachteil, den wir da haben. Ich glaube, das größere Problem ist, dass wir immer noch Technologie in den Vordergrund stellen, dass wir Technologie haben, wo wir sagen, da ist doch alles möglich, da kann man E-Health machen und da kann ich Prävention mit Fitnessbands machen und ich erkläre aber den Menschen letztendlich nicht, was der Wert dahinter ist oder umgekehrt. Ich frage den Menschen noch nicht mal, welches Problem er eigentlich lösen möchte und verkaufe ihm schon mal Technologie und der Erfolg ist jetzt bekannt, nicht mal die Begriffe sind bekannt. Da müssen wir uns aber auch an der eigenen Nase packen. Nicht jeder muss heute Industrie 4.0 verstehen. Ich habe schon mit 100 Menschen gesprochen, was Industrie 4.0 und etwa 100 Meinungen dazu bekommen. Und die sind alle richtig. Es gibt einfach ein so breites Spektrum an technologischen Anwendungen, die irgendeinen volkswirtschaftlichen oder persönlichen Nutzen versprechen. Die haben auch mit Big Data zu tun. Big Data heißt nicht, Daten zu sammeln, was daraus zu machen. Aber die Vielfalt, was ich daraus machen kann, mit den geeigneten Algorithmen, ist so groß, dass es kein gemeines Verständnis dafür gibt, was es denn eigentlich ist. Und vielleicht, weiß ich nicht, ob da öffentlich-rechtliche Fernsehen wie früher im Schulfunk auch einen Bildungsauftrag hat, Themen zu erklären. Wir haben diese populärwissenschaftlichen Sendungen auch auf Privatsendern. Da wird sowas mal erklärt. Aber die haben halt Einschaltquoten von 7% und nicht von 97%. Vielleicht ist da noch was zu erklären. Aber ich glaube, das wäre ein Auftrag tatsächlich, dass wir den Menschen auch die Angst nehmen, weil Industrie 4.0 wird leicht verwechselt mit, das nimmt uns die Arbeitsplätze weg, die Roboter machen in Zukunft alles und wir machen nichts mehr. Es wird leicht verwechselt, dass wir machen das gar nicht und das machen immer nur die anderen, die Ausländer und für uns ist es ein wirtschaftlicher Schaden. Ist auch nicht der Fall. Deutschland ist das Zentrum von Industrie 4.0 weltweit und zu mir kommen die Kollegen aus der ganzen Welt und wollen wissen, wie es geht. Wir müssen vielleicht auch das mit den Pfunden und den Möglichkeiten verknüpfen, die wir als Volkswirtschaft haben und als Gesellschaft haben. Ich glaube, damit kann man den Menschen mitnehmen, kann man ihn abholen, kann ihm Ängste nehmen und im Gegenteil, kann ihn ermutigen, sich in dieser digitalen Gesellschaft aktiv zu beteiligen. Ich finde das einen ganz interessanten Punkt, aber ich weiß gar nicht, ob ich Ihnen dazu zustimmen würde. Ich habe kein Fernsehen mehr, aber ich schaue doch oft mal durch die Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen, was sich da so verbirgt und bin eigentlich immer wieder erstaunt, dass doch sehr viele digitale Themen da in der Breite angesprochen werden und frage mich, ob der Bildungsauftrag sozusagen, wie wir es eben schon angesprochen haben, seitens Schulen und Politik nicht viel größer noch ist als der der Medien, wo ich zumindest im Ansatz noch sehe, dass er wahrgenommen wird.
Und auch die Frage nach Big Data, das würde ich vielleicht nochmal direkt an die Runde geben, wie Sie es gerade aufgefasst haben. Natürlich sind diese Themen zu vielfältig und zu komplex, dass sie ihn jeder in der Tiefe versteht. Aber die Tatsache, dass unser aller Leben wahrscheinlich, oder nicht nur wahrscheinlich, sondern ganz bestimmt gerade eben von den Datenökonomien berührt wird und auch, wie heute sehr schön im Vortrag herausgestellt wurde, dass auch Potenziale für den Einzelnen mit sich bringt, die sie im Moment noch nicht ausschöpfen können, also die Monetarisierung in Zukunft der einzelnen Daten zum Beispiel, oder auch eben einfach, wie in Zukunft Entscheidungen getroffen werden durch Algorithmus. Natürlich klingt das für viele immer noch wie Zukunftsmusik, aber das ist ja in vielen Branchen, ob jetzt in der Polizei oder Versicherungsbranche, einfach schon Tatsache. Nein, würden Sie mir nicht zustimmen? Doch, aber auch hier wieder haben wir in der Studie gesehen, dass die Menschen Bedenken haben, wenn es um Daten geht. 86% sagen, es ist aber nicht in Ordnung, dass die meine Daten erfassen, aber keiner will für einen Service bezahlen. Und das ist die Diskrepanz. Wenn nicht verstanden ist, dass wir sowieso mit unseren Daten als neuer Währung bezahlen, dann werden wir diese Diskrepanz weiterhin haben. Und ich glaube, auch das wiederum ist eine einfache Frage der Aufklärung. Und da kommen wir wieder zurück zum Punkt. Ich glaube, es schließt sich den Kreis. Wo kann die Aufklärung stattfinden? Die bildungsferneren Schichten, die heute nicht im Internet sind, die erreichen wir nicht. Die erreichen wir auch nicht mit Bildungsfernsehen. Also müssen wir eigentlich bei denen beginnen, die wir adressieren können, durch ein chaotisches, aber doch halbwegs geordnetes Schulsystem. Aber nur dort ist ein Ort der Bildung und dort ist ein Ort, wo ich Kompetenz vermitteln kann und auch Medienkompetenz vermitteln kann. Und der erste Schritt zur Medienkompetenz heißt, du bezahlst mit deinen Daten. Das ist ein wichtiger Satz, der heute in der Schule eigentlich leider nicht allzu viel vorkommt. Mhm. Auch im sogenannten Digital- oder Programmierunterricht nicht. Dieses Bewusstsein schaffen, aber nochmal, ich komme immer wieder darauf zurück, die Schule ist der einzige Ort, den ich mir vorstellen kann, wo wirklich Digitalkompetenz von digitalkompetenten Lehrern vermittelt werden kann. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Auch die Lehrer brauchen diese Werkzeuge. Wir müssen sie im Studium bereits mit auf den Weg geben, wie man digitale Medien methodisch, didaktisch richtig einsetzt. Data Literacy wäre genau auch so ein Stichwort, was in Deutschland wirklich unterbelichtet ist. Also ja, wie Datenkompetenz wird man es vielleicht übersetzen. Schule und dann Weiterbildung natürlich auch, damit wir eben nicht nach der Schule aufhören, sondern eben allen immer wieder Fortbildungsangebote geben, sowohl im beruflichen Umfeld als auch im privaten Umfeld. Das Zweite, was ich mir aber wünschen würde, wäre auch von politischer Seite eine übergreifende Datenpolitik und da mal ein paar Pfeiler einzuschlagen. Also ein Wunsch wäre, dass wir nicht nur von politischer Seite, sondern Zivilgesellschaft, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger einen Wertekodex definieren. Was ist eigentlich unsere Wertegrundlage zur Nutzung von Big Data? Und dem kann man sich dann verpflichten oder auch nicht. Also gelten zum Beispiel meine Privatsphäre und bürgerlichen Rechte noch, wenn Big Data genutzt wird? Was ist eigentlich meine Nutzungsgrundlage? Schaffe ich auf jeden Fall Transparenz und eine Möglichkeit zum Widerspruch? Sind das eigentlich Grundlagen für Big Data-Anwendungen, um dem Bürger, der Bürgerin auch zu signalisieren, auf der Grundlage installiere ich Big Data-Analysen zum Beispiel oder nutze sie? Das Zweite kam eben im Vortrag schon, Datensparsamkeit ist, glaube ich, wirklich kein Konzept, mit dem wir weiterkommen, weil man hat ja kaum mehr die Möglichkeit, überhaupt noch selber zu sagen, ich bin offline. Ich glaube nicht, dass wir in Deutschland überhaupt jemals den Status wieder erlangen werden, dass wir offline sind, auch wenn wir unser Handy ausschalten, leben wir in einer vernetzten Welt. Insofern sind wir sowieso immer online. Insofern muss man eher schauen, gibt es eine Möglichkeit, Datensouveränität zu schaffen, Datenautonomie zu schaffen, mehr Möglichkeit der Transparenz und der Eigennutzung von den Daten. Weil genau das, was Sie sagen, Monetarisierung von Daten machen im Moment nur die Konzerne, weil ich vielleicht selber gar nicht so richtig weiß, was ist der Wert meiner Daten. Gibt es nicht Möglichkeiten, dass man teilweise diese Daten, die zum Beispiel mein Fitnessarmband oder meine Payback-Karte über mich sammelt, dass ich die selber auch nutze, die Daten. Vielleicht wäre das ja irgendwie ganz interessant, dass ich selber auch weiß, was ich immer so einkaufe und was so die Profile dahinter sind. Also eigentlich eher über eine proaktive Öffnung, über eine gemeinsame Wertebasis, so eine Datenkompetenz zu entwickeln, Datennutzungsregeln gemeinschaftlich zu entwickeln. Und dann ist die Regulierung von politischer Seite das, was den Rahmen mitschaffen kann, aber was nicht von oben einmal runterdrückt, sondern gemeinschaftlich mit diesen Konzepten eigentlich Bausteine entwickelt, was eine Datennutzungsstrategie insgesamt sein könnte. Herr Michels, Sie wollen auch mal kurz dazu? Ja, Sie haben jetzt ja einen ganz weiten Bogen gespannt. Wir kamen ja nochmal vom eigentlichen Thema Bildung und wo kann man Dinge näher bringen. Ich glaube, es gibt ganz viele Orte,
wo man Menschen an moderne Technologien heranbringt, und zwar aller Couleur. Und ich habe da immer so ein kleines Beispiel aus meinem privaten Umfeld. Ich spiele Fußball. Im Fußballverein sind zwar viele Männer, ein paar Frauen sind auch dabei, und im Vorstand sind viele ältere Männer. Also die, die im Index jetzt nicht allzu nutzungsintensiv sind. Und in Deutschland haben, glaube ich, alle Fußballverbände in der Zwischenzeit es verpflichtend eingeführt, dass alle Spielergebnisse online gemeldet werden. Das hat dazu geführt, dass die älteren Herren, also in dem Verein, wo ich bin, das ist, sage ich immer, die drei von der Tankstelle, alle über 70, die mussten sich damit auseinandersetzen und die sind jetzt begeistert. Bei denen hat man in einem Themenfeld, was sie interessiert, was sie machen wollen, im privaten Umfeld, haben sie Begeisterung geschaffen für dieses Thema. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wenn man das findet, Begeisterung zu schaffen und Nutzen darzustellen. Was habe ich davon? Ne? Guck mal hier, wir können jetzt sogar Spielergebnisse eingeben, wir können Berichte, bisher hat das ein Journalist gemacht, jetzt können wir Berichte eingeben. Ich glaube, das sind so kleine, einfache Dinge, die es nach vorne bringen. Ich glaube, Big Data, den Begriff, den wird auch in 30 Jahren nicht jeder verstehen auch, oder kennen, auch egal, ob es ihn gibt oder nicht. Die Frage ist doch, wie kann man sowas näher bringen? Näher bringen ist, dass man eine Frage stellt, warum sind Tankstellenpreise so, wie sie sind? Warum schwanken sie? Und wie kommen die Tankstellen dazu? Und das sind so Beispiele, wo man dem Bürger sagen kann, warum hat die Bäckerei heute Brezeln und am nächsten Tag süße Backwaren, wenn es Großbäckereien sind? Und diese Dinge darzustellen, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, um da näher zu kommen. Sie können gerne dazu, ich frage in der Zwischenzeit aber schon mal, wir wollen jetzt gerne auch demnächst öffnen. Das heißt, Sie können mir gerne anfangen, schon mal Handzeichen zu geben und das Mikrofon kommt zu Ihnen. Ja, ich würde mir gerne zwei Punkte ergänzen, die ohnehin auch schon gefallen sind zu dem Thema Big Data und Umgang der Konsumenten damit. Ich fände es ein wirklich spannendes Experiment, einmal zu sehen, wenn sich Google, Facebook oder ein großer Anbieter, wo wir mit unseren Daten bezahlen, sich einmal dazu durchringen würde, zu sagen, einen Monat lang habe ich die Wahl, um jetzt bei Google zu bleiben, jede Suche kostet mich 21 Cent, dafür werden meine Daten nicht weiterverwendet, oder jede Suche ist gratis und dafür werden meine Daten weiterverwendet. Da würde ich gerne sehen, wie viele Teile der Bevölkerung tatsächlich sagen, na okay, da zahle ich jetzt 21. Das passiert aber nicht. Das sind doch ganz, also ich finde, das ist so ein bisschen schwierig, weil ja, Menschen sind ja auch schon Jahre über daran gewöhnt gewesen, diesen Dienst in Anführungszeichen kostenlos zu haben. Und ich hatte heute schon so ein bisschen eine Debatte mit dem Datenschutzverband auf Twitter. Und zwar, weil geschrieben wurde, dieses Paradox in Anführungszeichen, was hier drin steht, das Paradox, dass auf der einen Seite so viele Menschen, also wirklich erstaunliche Anzahlen von Menschen, Datenbewusstsein äußern, eben auch als Verweigerungsgrund das Internet nicht zu nutzen wegen Sicherheitsbedenken, Datenschutzbedenken, dass unglaubliche 30% von Menschen auch angeblich ihre Kommunikation end-zu-end verschlüsseln, also unheimlich großes Datenbewusstsein hier drin gegeben, da ausgedrückt wird, das auf der einen Seite, und auf der anderen Seite Konsequenzen im Nutzerverhalten davon zu sehen sind, also außer vielleicht erhöhte Rate der Verschlüsselung, die eigenmächtig genutzt werden. Aber sozusagen wo diese Frage, wo ist denn der Exodus über die sozialen Plattformen und Google, wenn wir doch schon alle längst wissen, wie schlimm die für uns sind. Ich finde, da wird so ein bisschen ein falsches Paradox immer aufgezogen, denn das ist genauso wie, ich meinte es in der Mittagspause schon, wie Menschen auch ins Flugzeug steigen, auch wenn wir alle wissen, dass das Ozonloch davon nicht besser wird. Aber sozusagen immer nur beim Endverbraucher zu suchen, verteilt die Last des Verantwortungsproblems halt nicht richtig. Auf die Schultern zwischen eben Regulierung, den Smart Designs und den Diensten, die wir eigentlich haben müssen, die anders funktionieren müssen, und dem Verbraucher in diesem Dreispann, oder? Stimmt ja. Radio Erevan-Antwort, im Prinzip richtig, aber nicht. Um bei dem praktischen Beispiel zu bleiben, wenn wir jetzt sagen, gut, Google soll das nicht auf den Konsumenten abwälzen, sondern wir etablieren eine deutsche Suchmaschine, die ganz sauber mit Daten umgeht, und die kostet aber was. Ich bin trotzdem skeptisch, ob die sehr datenaffine Bevölkerung, die hier in der Studie auch zum Ausdruck gekommen ist, dann sagen würde, ja stimmt, dem Google gebe ich meine Daten nicht, ich verwende Müller. Die deutsche Suchmaschine, wo jede Suche 21 Cent kostet. Glaube ich nicht. Also glaube ich einfach wirklich ganz persönlich, ich habe keine Daten dazu, aber ich glaube nicht, dass das tatsächlich passiert. Welchen Institutionen mehr Vertrauen geschenkt wird, ist eine sehr spannende Frage, über die wir allein schon eine Stunde diskutieren könnten. Auch spannend ist die Frage nach dem, wie würde so eine deutsche Google-Geschichte aussehen, das Modell des öffentlich-rechtlichen
zu übertragen auf solche Angebote, ist ja auch was, was wir hier schon ganz gerne miteinander diskutiert haben. Aber jetzt wartet die Dame mit dem Mikrofon. Noch dazu, wo der Staat ja auch ein Täter ist in dem ganzen Big Data-Spiel. Absolut. Ne? Ja, Silke Ramelow, Bildungscent e.V. Ich habe einen kleinen Kommentar nochmal, wie der Name schon sagt, zum Thema Bildung. Ich werde immer etwas nervös, wenn es um die Integration eines neuen Schulfachs geht, weil ich bin auf sehr vielen Veranstaltungen und dann brauchen wir ein Schulfach Wirtschaft und ein Schulfach Ernährung und ein Schulfach Verbraucherschutz und ein Schulfach digitale Bildung und ein Schulfach und ein Schulfach und ein Schulfach. Wenn wir das Wort Transformation ernst nehmen hier, glaube ich wirklich, dass wir uns viel mehr, und das klang hier ein bisschen an, überhaupt über das Thema Bildung und wie sind eigentlich unsere Institutionen aufgebaut, Gedanken machen müssen. Und dazu gehört verdammt viel Mut, glaube ich, an manchen Stellen. Und ich will nur davor warnen, dass wir hier auch dieses Thema wieder viel zu sehr differenziert lassen und nicht überlegen, was bedeutet Transformation eigentlich. Nur das Digitalisierte alleine wird es nicht schaffen, sondern vielleicht ist eine Möglichkeit, auch nochmal andere Themen mit dazu zu denken, wie zum Beispiel das ganze Thema Nachhaltigkeit, was jetzt kommt, oder also alles das, wo es um die Frage geht, wie wollen wir eigentlich morgen leben und ein bisschen integrativer zu denken und das dann vielleicht auch in die Schulen zurückzuspielen. Vielen Dank. Das war jetzt mehr ein Vorschlag, oder? Ich könnte das kommentieren. Also ich bin auch nicht dafür, dass man jetzt einfach ein Pflichtfach Digitales in Anführungsstrichen macht, sondern einmal durchdekliniert, was bedeutet das in den unterschiedlichen Unterrichtsfächern, weil wir haben es ja eben schon andiskutiert, man kann und sollte Bildung neu denken durch Digitalisierung, durch die Möglichkeiten der Vernetzung, und das würde heißen, im Erdkundeunterricht werden interaktive Grafiken eingesetzt und man guckt mal, wie verändert sich meine Weltkarte, meine Ansicht der Weltkarte, wenn ich eben nicht einen geografischen Maßstab nehme, sondern Einkommensverteilung oder Transportwege oder was auch immer, solche Beispiele kennt man ja, das wären doch tolle Beispiele. Oder was ist eine vertrauenswürdige Quelle im Netz, wenn ich im Deutschunterricht Literaturrecherche mache oder Quellen zitiere? Was bedeutet Programmierkenntnisse insofern, als dass ich verstehe, dass ich das Internet nicht nur konsumieren kann, sondern gestalten kann? Was bedeutet Elektrotechnik im Physikunterricht? Also gibt es einfach eine komplette Querintegration in alle Fächer. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Deswegen muss man wirklich einmal komplett das Curriculum durchforsten, wo es irgendwie spannend ist. Und da gibt es tolle Beispiele. Zum Beispiel in England wurde das gerade im letzten Jahr eingeführt. Also einmal durch die komplette schulische Karriere durchdekliniert, was für digitale Inhalte werden denn wie integriert. Da hat jeder Siebenjährige für umsonst bekommt jetzt durch eine große BBC-Initiative, da sind wieder die öffentlichen Rechtlichen sozusagen mit am Ball, ein kleines programmierbares Endgerät, also keinen fertigen Computer, sondern wirklich so eine Open-Source-Hardware, wo sie einfach mit Elektrobasteln machen können. Ganz tolle Initiativen gibt es da, von denen wir einfach lernen können. Insofern, da bin ich total für Copy-Paste, pragmatischer Ansatz, jetzt mal losmachen. Also, dass wir jetzt nur sagen, wie Sie sagen, irgendwie Informatik als Pflichtfach. Weiß nicht, ob das überhaupt die Probleme so lösen würde oder ob es nicht nur ein ganz kleiner Teil ist. Ich möchte zu allem, was Sie richtig gesagt haben, einfach nur noch einen radikaleren Schritt gehen. Wir diskutieren auch nicht, ob wir jetzt noch Lesen, Schreiben, Rechnen einführen. Und die digitale Kompetenz und Medienkompetenz muss so selbstverständlich sein wie Lesen, Schreiben und Rechnen. Das wäre mein Claim. Der Herr hier vorne zuerst und danach dort hinten. Mein Name ist Michael Schneider vom Deutschen Institut für Vertrauen und Sicherheit im Internet. Und wir erstellen auch diverse Studien, die sich mit verschiedensten Aspekten der Digitalisierung beschäftigen. Ich fand die Diskussion, die Sie gerade aufgetan haben mit diesem 21-Cent-Beispiel und der Suchanfrage, so spannend, dass ich gerne mit zwei kurzen Sachfakten die Diskussion befeuern will. Das eine ist das Paradoxon, was wir festgestellt haben, Stichwort Verantwortung, das hatten Sie gerade genannt. Die Konsumenten, das wissen wir, geben zu 75% die Verantwortung an die Ersteller von Apps, von Programmen, von digitalen Dienstleistungen ab und sagen, mach das mal. Das ist ein Vertrauenspunkt. Auf der anderen Seite haben wir auch eine Studie gemacht mit Entscheidern aus der digitalen Wirtschaft und die sagen, ja, der Anwender ist selber verantwortlich für das, was er tut, und geben auch da wiederum die Richtung der Verantwortung in die andere Seite ab. Das ist ein Umstand. Der zweite Aspekt, der interessant ist jetzt, wir haben im vergangenen Jahr eine Studie rausgebracht, die hieß Daten als Ware und Währung, und dort haben wir dann konkret die Menschen gefragt, die bereit wären, für das, was sie bisher kostenlos nutzen, mal eine Summe aufzurufen, sind 41 Euro dabei rausgekommen. Also wir wissen, ein Drittel aller Deutschen ist bereit, 41 Euro im Jahr dafür zu zahlen, dass sie Google beispielsweise nutzen würde, ohne dann mit ihren Daten zu zahlen. So, jetzt ist die Frage, wenn wir das Verantwortungsthema nochmal nehmen und dann eben diesen Umstand, ob man daraus nicht was machen kann, was die Möglichkeit der Angebotsvielfalt angeht. Da geht doch was.
Das klingt doch wie ein Geschäftsmodell, oder? Also wir haben tatsächlich in einer Arbeitsgruppe bei Intel darüber nachgedacht, wie man dieses Vertrauen ins Netz schaffen kann. Und letztendlich ist es immer die Frage, was kriege ich dafür? Wir haben an einem Wearable dazu zum Spaß mal rumentwickelt und haben die Idee gehabt, es wäre doch toll, wenn ich dieses Wearable meinem Sohn mitgebe und ich kann mit Opt-in so bestimmen, was er damit kaufen kann. Also die Busfahrkarte zur Schule, ja, die nach Timbuktu nicht. Und in der Schule Apfel und gesundes Essen, ja, aber keine Pizza. Dann bin ich aber in Kontrolle, was mein Sohn mit dieser Uhr bezahlen kann. Die hat er sowieso immer bei sich. Das war das Thema Wearables. Wem würde ich da vertrauen? Würde ich Google vertrauen, diesen Dienst für mich zu tun? Nein. Also war ganz schnell die Idee, wir brauchen einen, wir nannten ihn Trust Broker, also einen, der das Datencenter tatsächlich betreibt, wo ich in Kontrolle bin, ob meine Daten weitergegeben werden oder nicht. Und ich mag es in manchen Fällen ja vielleicht sinnvoll finden, wenn meine Krankenversicherung mir 25% Rabatt anbietet, dafür, dass ich meine Fitnessdaten regelmäßig übermittle, und sage, ja, das sieht er, ist gesund, dann würde ich das vielleicht tun. Aber einfach so möchte ich es ja nicht tun. Dann sehen die vielleicht, was ich an Ernährungsgewohnheiten habe, das müssen sie ja nicht wissen. Mit Risikopatienten, und die versichern mich eines Tages nicht mehr. Also es ist immer ein Geben und Nehmen, was bekomme ich dafür? Und dieses Selbstverständnis, glaube ich, haben wir noch nicht. Wir haben natürlich auch nicht diese neutrale Institution, der ich traue. Aber im Grunde ist es das beste Geschäftsmodell, was ich heute gehört habe. Okay, das kommt dann bilateral. Bitte schön. Ja, mein Name ist Albert Reinhardt. Heute Morgen hat Herr Schwaderer, glaube ich, gesagt, wir müssen von der Angstgesellschaft zur Gestaltungsgesellschaft kommen oder so ähnlich. Und ich glaube, dass wir da nur dahin kommen, wenn wir diese Möglichkeit für unsere Jugendlichen als Sozialisationsraum in der Schule ermöglichen. Also von Hause aus sind wir Menschen ja kooperativ, wie die Neurobiologik uns mittlerweile weiß. Also wir haben nicht diesen Todestrieb, den Freud noch unterstellt hat, der durch Jahrhunderte von Kriegen sozusagen sich etabliert hat. Und ich glaube, dass wir kommen nur aus dieser Stressfalle raus, wenn wir Jugendlichen tatsächlich ermöglichen, dieses dialogische Prinzip, das in kleinen Gruppen vorherrscht, also so wie in Zukunftswerkstätten, man das kennt, also der Robert Jung hat immer die vierte Ebene gefordert, die dann auf die gesellschaftliche Ebene schafft. Und genau das müssten wir für unsere Jugend etablieren. Also die Jugend kommen als neue Mitglieder in die Gesellschaft dazu. Und die sollten jedes Mal, für jede Generation neu, muss das, was da ist, sozusagen mit sich vereinen, ja, mit dem, was sie denken. Und die Gesellschaft muss sich da öffnen, Jugendlichen praktisch Schreiberechte auf dieses System zu geben. Das heißt, Jugendliche sollten altersgestaffelt die Möglichkeit erhalten, als demokratischen Initiationsritus sozusagen Gesetzesvorlagen zu erarbeiten. Ja. Und wenn das und das macht sie sozusagen dann selbst zu Systemträgern, und dann fallen viele Probleme, die wir jetzt haben durch diese Aufspaltung, die immer zunimmt, fallen dann weg, weil dann also nicht mehr Jugendliche ausgegrenzt werden über dieses Leistungsprinzip, sondern alle Jugendlichen sind in der Lage, sich eine Meinung zu irgendeinem Sachverhalt zu bilden. Ob das dann richtig ist oder nicht, steht auf einem anderen Punkt. Aber wenn er daran beteiligt sein kann, gesellschaftlich auf dieser Ebene Einfluss zu nehmen, dann kann er sich danach als Teil dieser Gesellschaft fühlen. Ne? Und, das ist ein sehr schöner Vorschlag, der nicht nur aufs Digitale zutreffen, sondern ganz gesellschaftlich. Die Problematik ist, glaube ich, also ich stimme dem zu, sicherlich, ist sehr wünschenswert. Die Problematik ist, glaube ich, viele junge Menschen sind gerade im Netz in genau solchen Konstellationen unterwegs, in kleineren Gruppen, in kleineren Communities, die sich themenbezogen, situativ zusammenfinden. Ich glaube, das Problem ist, dass die etablierten Strukturen, wie man politisch Partizipation gestaltet hat, immer früher und heute auch noch, nämlich zum Beispiel Parteien, die interessieren keinen jungen Menschen mehr. Die denken, was machen die denn da? Das ist ja total öde. Sondern die haben ihre eigenen Formate gefunden. Ein Beispiel, Foodsharing oder ein Eintreten gegen Lebensmittelverschwendung ist ein Riesenthema in der jungen Generation. Viele werden zu Veganern, Vegetariern, und also Ernährung ist überhaupt ein großes Thema.
Da gibt es dann zum Beispiel sowas wie foodsharing.de, dass man in der Nachbarschaft einfach guckt, ich habe noch das und das im Kühlschrank, was ich sonst wegschmeißen würde. Ich stelle es ins Netz, entweder du holst es dir ab für Umme oder wir kochen zusammen und machen so kleine Kochkreise. Ganz hübsch, also und total praktisch und es macht auch noch Spaß und es ist trotzdem politisch. Also ich glaube, es gibt neue Formen der politischen Teilhabe und der politischen Diskussionskultur, die komplett abgekoppelt sind von dem, was wir uns mal ausgedacht haben als politische Teilhabe vor Formate im Ortsverein, die jetzt nicht so die wahnsinnige Attraktion meistens sind. Das ist, glaube ich, die Problematik. Also wir verstehen, glaube ich, noch viel zu wenig, was für neue Diskussionsformate auch gerade durch Digitalisierung möglich sind und dass es da eine offene Kultur des Austausches gibt, von der wir sehr viel lernen können. Das ist so ein schönes Beispiel und ich komme aber gedanklich immer wieder irgendwie auf diese 40% aller nicht angeschlossenen Hauptschüler zurück. Ne? Weil auch gerade wieder sind wir bei niedrigen Bildungs- und niedrigen Einkommensbevölkerungsgruppen, die ja auch gerade von solchen Projekten und solchen Initiativen und Plattformen profitieren könnten. Und genau da findet doch aber irgendwie diese gravierende Spaltung der Gesellschaft statt. Das ist einfach nur, weil mir das den ganzen Tag schon so geht, sozusagen, wie können wir besser auch eben diese Zielgruppe mitdenken, nochmal so als Basisappell an die Runde, auch wenn wir dafür heute bestimmt nicht die entsprechende Antwort finden. Ich kann da auch nur wiederholen, wir müssen diese Jugendlichen einbinden und ich war in einer, ich glaube, 8. Klasse, 9. Klasse in Halle Neustadt, sozialer Brennbaum, Plattenbau, da sitzen Kids, denen wollen sie nachts nicht alleine begegnen und wir haben die jedem eine Kiste auf den Tisch gestellt, die haben sich ein Notebook ausgepackt und haben mit dem Ding angefangen zu spielen. Und innerhalb von 10 Minuten haben die Jungs und Mädchen, die manchmal beängstigend aussahen, angefangen, sich selber Vokabeln beizubringen, weil sie wahnsinnig Spaß dran hatten. Weil dieses Medium Lernen, mit diesem Medium Lernen wahnsinnig Spaß macht. Mehr Spaß als Frontalunterricht, Alleinunterhalter und dieses Eintrichtern-Gefühl weg ist. Angebote schaffen, klar. Wir kommen wieder dazu, dass wir eigentlich alle Studien der Welt bereits gemacht haben, welche Vorteile im Lernen mit digitalen Medien liegen und welche Vorteile dadurch im Austausch, in der Meinungsbildung, an offenen Plattformen bieten, auch an Beteiligung an demokratischen Prozessen liegen. Alle Erkenntnisse sind längst da. Es fehlt uns ein flächendeckendes Konzept für die Bundesrepublik Deutschland, wie wir alle Kinder an einem individualisierten Lernen teilhaben lassen können. Wir haben doch das Ministerium hier an Bord sitzen, oder? Können wir da nicht gleich was machen? Nee, wieso? Familie? Senioren, wir sind doch alle Randgruppen. Frauen, Senioren. Für Partizipation sind wir tatsächlich das richtige Ministerium. Und das Thema Partizipation, es ist ja nicht so, dass wir das heute erfinden. Da läuft ja dann doch schon einiges in diesem Bereich. Eines, was immer wieder aufkommt und wo ich halt also immer wieder davor warne, ist zu glauben, ich baue jetzt da so ein Webtool und lasse die Jugendlichen mal mitdiskutieren, dass das irgendjemand interessieren würde. Nein, es interessiert nicht. Die sind ja nicht doof. Wenn die nicht merken, dass das, was die da diskutieren, auch wirklich Relevanz nachher hat für die Politik und für die Entscheidung vor Ort, so, dann diskutieren die da nicht. Würde ich auch nicht mitdiskutieren, ganz ehrlich. So. Und deswegen haben sie ganz häufig, die Politik veröffentlicht was und dann machen wir da im Internet, jetzt nicht das haben wir jetzt nicht veröffentlicht, machen wir jetzt im Internet ein großes Forum und jeder darf mitdiskutieren. Am Ende haben sie 20 Hansel, das sind immer die gleichen, die da mitdiskutieren. Wer der Rest sagt, da kommt ja nichts dabei raus. Und da haben sie auch völlig recht. So, das heißt aber auch, dass die Politik ein bisschen... Man muss ein bisschen an politischer Entscheidungsmacht aufgeben in dem Moment, in dem ich, wenn ich Partizipation mache, dann richtig. So, dann muss ich aber auch damit leben, was da rauskommt. So. Und das ist noch nicht typisch politisch. So, um das mal so zu sagen. Ich würde es gerne nochmal, ich glaube, Access, also Zugang zu Inhalten, den entsprechenden Angeboten, zu den Devices, den Sie gesagt haben. Ich würde gerne nochmal ein tagespolitisches, netzpolitisches Thema mit in die Formel schmeißen, und zwar Zugang zum Internet, nicht? Also zu leistbare Zugänge, Anschlüsse, ist natürlich auch Teil dieser Formel. Inwiefern denken Sie, dass auch gerade aktuelle Entscheidungen, Netzneutralität wurde gerade durch einen europäischen Parlamentsbeschluss aufgeweicht, und wir sehen es in anderen Ländern, ich komme nämlich selber aus der Entwicklungszusammenarbeit, sozusagen diese Aufteilung in ein Internet, das volle, offene Internet, das sich Menschen leisten können, und vorgefertigte Angebote, oft über sogenannte Zero-Rating-Angebote, wo dann auch große Plattformen wie zum Beispiel Facebook vorantreiben, um zu sagen, aber so haben die Menschen noch wenigstens Zugang zu ein bisschen Internet. Inwiefern sehen Sie den aktuellen Weg, den wir da auch in Europa einschlagen, eröffnet der auch einen Weg in ein solches Zweiklassen-Internet?
Ich habe da nur einen Satz dazu. Wir haben jetzt die letzte gute halbe Stunde über eigentlich digitale Spaltung in der Gesellschaft diskutiert. Und das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, was letzte Woche beschlossen worden ist, ist genau das Gleiche noch einmal. Nur aus einem anderen Blickwinkel spaltet die Gesellschaft noch einmal. Nämlich Wirtschaft in Habe-Nichts und Nicht-Habe-Nichts im Sinne von Zugang zu Information, Menschen zum Zugang von Information. Ich glaube, dass das ein unfassbarer Fehler ist, politischer Fehler, der da passiert ist letzte Woche. Du nimmst auch mit, du würdest das. Ja, ich bin ganz traurig, dass es so ausgegangen ist, der Kampf auch. Also es war ja wirklich ein jahrelanger Kampf und man fragt sich ja immer so ein bisschen, was da schiefgelaufen ist. Also ist es das Abwägen zwischen den vielleicht auch den Netzpionieren, die sehr stark sich dafür eingesetzt haben, zu sagen, was bedeutet eben genau dieses offene Internet, die Gleichbehandlung aller Daten, das dezentrale, der dezentrale Charakter des Netzes versus der Diskussion, die manchmal auch vielleicht Scheingefechte sind, was technologisch vermeintlich notwendig wäre für Spezialdienste, das ist sehr differenziert zu betrachten, oder eben wirtschaftliche Interessen. Und es gibt ja so viele auch gerade Start-up-Initiativen, die genau dagegen jetzt protestieren und sagen, das beraubt uns der Chancen, das ist echt traurig. Ja, das schließt so ein bisschen an. Wir haben ja heute ganz viel gehört, dass wir doch ein besseres, also wir brauchen eine ganz andere Entrepreneurial-Denkart, einen ganz anderen Raum dafür, eben den Raum disruptiv zu wirtschaften. Und da gab es ja jetzt, also die Telekom war die erste, die sich zurückgemeldet hat und gesagt hat, jetzt brauchen wir vielleicht auch eben ein Service Charge sozusagen für Startups, die unsere Dienste nutzen wollen. Wie sehen Sie das, Herr Michels? Würden Sie da auch jetzt nicht nur in Bezug auf Ausschluss von den benachteiligten Bevölkerungsgruppen, die wir schon besprochen haben, sondern auch aus wirtschaftlicher Perspektive die gleichen Bedenken mittragen? Ich glaube, andere Dinge sind wichtiger, nämlich dass sich die Kultur in Unternehmen auch so ausrichtet, dass neues Denken möglich ist und damit Digitalisierung unterstützt wird, dass neue Geschäftsmodelle auch in etablierten Unternehmen entstehen können, dass man Inkubatoren beispielsweise schafft und ein bisschen Denkfreiheit realisiert. Nämlich nur dann wird man es schaffen, Dinge, die man, Ihr Bild war ja sehr schön zu Beginn, nämlich das rollende Haus, gezogen von der Lokomotive. Um eben neu zu denken, braucht man Freiräume, weg von wirtschaftlichen Zwängen. Und wenn man das in Unternehmen schafft, ist das, glaube ich, viel, viel wichtiger oder besonders wichtig, um Anschluss zu finden. Das ist ein Punkt, der Unternehmenskultur ausmachen sollte. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen anekdotisch, aber wo wir gerade bei dem Punkt Arbeiten und Arbeit sind, ich finde das auch sehr gut, weil ich bin auch die Erste, die das mitträgt, dass wir eine neue Begeisterung für dieses Thema brauchen, dass das noch viel mehr in die Gesellschaft hineingetragen muss. Und trotzdem war ich vorhin bei dem Vortrag ein bisschen skeptisch, denn ich bin der Meinung, ob jetzt überinnovativ ist oder nicht, kann man sich ein bisschen zumindest drüber streiten, dass ein Taxifahrer, der einen P-Schein gemacht hat, ein Recht auf die Straße hat, um demonstrieren zu gehen, wenn er seinen Job gefährdet sieht, auch immer noch eine berechtigte Stimme in der Bevölkerung ist. Also auf der einen Seite haben wir dieses wahnsinnige Potenzial, was wir noch nicht annähernd weit genug ausschöpfen. Auf der anderen Seite haben wir doch tatsächlich ernsthafte Fragestellungen aus Arbeitnehmerperspektive, aus Gewerkschaftsperspektive, die sich da stellen. Und die Anekdote kommt jetzt, und zwar habe ich schon gesagt, dass ich sehr wenig Fernsehen gucke, aber ich habe heute Morgen das Morgenmagazin geguckt, was immer wieder eine fantastische Fundgrube ist für sehr interessante Dinge. Unter anderem auch heute kam nämlich ein Beitrag von einem Selbstexperiment eines Journalisten, der sich auf einer Plattform angemeldet hat, Clickworker. Das ist sowas Ähnliches wie Amazons Mechanical Turk, wenn das bekannt ist. Also eine Plattform, wo sozusagen an Menschen dezentral kleine Arbeitspakete verteilt werden, die sich da vorher registriert haben, oft auch an den Niedrigstbietenden. Und ich fand das wahnsinnig interessant, dieses Beispiel, weil er hat sehr schön gezeigt, wie er hat sich da als Texter beworben, hat auch Aufträge bekommen, wo dann andere Agenturen später gesagt haben, um Gottes Willen, das sind Aufträge, für die hätte man mindestens 100 bis 200 Euro bekommen müssen. Er hat zwischen 6 und 15 Euro dafür bekommen. Also sozusagen eine Plattform, die sehr schön zeigt, wie leicht doch auch so Arbeitsrechte wie Mindestlohn zum Beispiel in auch einem Land wie Deutschland unterwandert werden können. Wie balancieren wir das, was sehr euphorisch eben vorhin in dem Vortrag von Christoph dargestellt wurde, als Riesenpotenzial mit doch auch den Risiken, die das aus, wie gesagt, aus Arbeitnehmerperspektive mit sich bringt? Ich bin wahrscheinlich der falsche Adressat. Ich arbeite für ein amerikanisches Unternehmen und nicht für ein deutsches Unternehmen. Und wir glauben von uns selbst, dass wir das innovativste Unternehmen überhaupt sind und machen die besten Mikrochips. Aber
Ich sehe die kulturellen Unterschiede sehr wohl und ich sehe es, was bei meinen Kollegen so passiert. Ich war auf einer Delegationsreise in Israel mit einem bayerischen Wirtschaftsminister und wir haben nur Startups angeguckt. Und die Startups hatten beim Tag ihrer Gründung eine Exit-Strategie. Das war sofort zum Verkaufen gedacht. Dafür macht man ein Startup, weil ich es dann verkaufen möchte. Und ich weiß auch schon, welches amerikanische Unternehmen ich im Hinterkopf habe, dem ich das verkaufen könnte. Es gibt eine Finanzierungskultur. Das sind Unterschiede, die es bei uns einfach gibt in Deutschland. Ich glaube aber auch immer dieses nach Amerika schielen, von wegen, wir haben eine andere Startup-Kultur, wir haben eine andere Finanzierungskultur, wir haben eine andere Fremdmittelkultur, wir haben eine andere Forschungskultur. Jeder Forscher, der etwas erfindet in Amerika, möchte daraus ein Business machen. Unsere Forscher legen ihr Patent in die Schublade und machen das Nächste. Das ist ein kultureller Unterschied. Aber immer zu gucken, was können die anderen, was können wir nicht, halte ich jetzt auch nicht für besonders sinnvoll. Wir werden nicht schlagartig israelische Startups und wir werden nicht schlagartig amerikanische Unternehmen. Ich glaube, dass wir uns auf das fokussieren sollten, was wir haben. Wir haben unglaubliche Pfunde. Wir haben die größte und beste Automobilindustrie der Welt. Wir haben die größte Maschinenbauindustrie der Welt. Und zwar sind wir sowohl Nutzer als auch Erzeuger dieser Produkte. Wir haben die führende chemische und pharmazeutische Industrie. Das sind Pfunde, von denen wir leben. Das macht heute 70% unserer Arbeitsplätze aus und darauf sollten wir uns fokussieren. Und dort findet wahnsinnig viel Innovation statt. Ansonsten wären wir nicht die Weltmarktführer in all diesen Bereichen. Aber es würde uns nichts schaden, wenn wir das von den anderen lernen, was uns ergänzend unterstützen kann. Wir wollen nicht so werden wie die anderen. Ich glaube, es wäre ein Riesenfehler. Was wir vorhin in dem Vortrag gehört haben, sagen wir, ja, wir haben große Pfunde, aber es fehlt uns an Geschwindigkeit, es fehlt uns an Innovationskultur, es fehlt uns an Finanzierungskultur. Das abzugucken, copy exact, ist kein Hexenwerk, aber diese Kleinigkeiten, die wir in anderen Ländern sehen, in Kombination mit den unglaublichen Pfunden, die nur wir haben und sonst niemand, ist unschlagbar. Herr Kümmer, jetzt wollen wir auch nochmal zu diesem Balanceakt zwischen Arbeitsrecht und Innovationspotenzial sprechen. Ich glaube schon, dass wir auf jeden Fall ein neues Arbeitsrecht brauchen. Aber um bei dem Beispiel zu bleiben, das Sie genannt haben, nicht, wo auf Clickwork oder ähnlichen Plattformen, der vielleicht 5 Euro für ein Werk verdient, das 100 oder 200 Euro oder wie auch immer wert wäre, die Differenz von den 95 Euro sind ja irgendwo entstanden. Es ist ja nicht so, dass das nirgendwo aufgefallen ist. Also irgendjemand hat davon profitiert, dass derjenige das sehr, sehr günstig angeboten hat. Und wenn wir es gesellschaftspolitisch angehen, dann muss man sich die Frage stellen, wie man diesen Gewinn wiederum vergesellschaftet, ob man das möchte und wie man es möchte. Dass man es vielleicht nicht bei demjenigen holt, der sagt, bevor ich gar nichts verdiene, verdiene ich lieber 5 Euro über Clickworker, sondern sich eher fragt, ob die Agentur, die einen Standort in Deutschland meinetwegen hat, einen deutschen Kunden damit versorgt mit sehr, sehr teuren Honoraren und gleichzeitig Clickworker beauftragt, ob man dieser Agentur dann in dem Fall nicht zum Beispiel die Steuerlast dafür aufbrummen sollte, das halte ich für eine lohnende Diskussion. Das ist das, was ich am Anfang gemeint habe. Ich glaube nicht, dass uns die Arbeit ausgeht, sondern und ich glaube auch nicht, dass uns der Wohlstand ausgeht durch Automatisierung. Ganz im Gegenteil, es treibt Arbeit in ganz neue Qualitätsbereiche, vielleicht nicht in die klassische Erwerbsarbeit, Arbeit haben wir genug, und es treibt auch den Wohlstand weiterhin an den Standort. Die Frage ist, wie profitieren wir als Gesellschaft davon? Das ist eine enorm politische Diskussion, für die der Rahmen hier bei weitem nicht ausreicht, den sich aber keiner in meiner Wahrnehmung bisher vorgenommen hat, das ernsthaft auch zu diskutieren, ja, auf politischer Ebene. Noch ein ganz kurzer Satz. Noch richtig ist schon, dass wir beim Thema Clickworker natürlich das Thema soziale Absicherung, das wird ein ganz großes Thema werden noch in den nächsten Jahren. Die sind nicht abgesichert. So. Und wenn immer mehr Arbeit in diese Formen quasi überführt wird, dann werden wir natürlich auch ganz andere sozialrechtliche Fragen bekommen. Aber wenn ich dem so jetzt sage, du musst dich sozial versichern auch noch, privat sozusagen gegen die 5 Euro, ja, erwische ich den Falschen, das meine ich einfach. Ja. Völlig das richtig, ist genau. Punkt, ja. Das ist die Frage, wie erwischen wir den Richtigen? Aber ja, die Diskussion müssen wir auch heute anfangen. So. Ja. Absolut. Wir wären fast beim Thema bedingungsloses Grundeinkommen, aber dafür reicht die Zeit wahrscheinlich nicht mehr ganz. Wir nehmen noch eine letzte Frage aus dem Publikum ganz hinten. Achso, Sie hatten sich gemeldet? Hatten Sie sich ganz hinten, hatten sich auch gemeldet, oder? Nein? Okay, dann die Dame bitte. Okay, mein Name ist Friederike Grote von Grote Medienberatung aus Hamburg. Ich habe eine Frage zu den Unternehmen und dem lebenslangen Lernen. Wir waren ja gerade bei den Unternehmen. Was können Unternehmen
und Unternehmerinnen und Unternehmer dafür tun, für die Weiterentwicklung der digitalen Kompetenz ihrer Mitarbeiter zu sorgen. Wir hatten heute Morgen ein ganz kurzes Chart, wo stand, wer was Neues lernt, bringt es sich meistens selber bei und nur weniger als die Hälfte oder so haben es irgendwie durch Fortbildung in Unternehmen erfahren. Und beim Bildungsthema war meine Frage, wie sehen Sie die Verantwortung der Unternehmen an der Stelle? Die Frage geht an Herrn Michels. Die Unternehmen haben eine große Verantwortung. Die Frage ist, ob das über klassische Methoden der Weiterbildung und Förderung geschieht oder ob man die Verteilung anders gewichtet. In dem Unternehmen, für das ich arbeite, Fujitsu, ist 70% Training on the Job. Das heißt nicht, dass der Mitarbeiter sich selbst Dinge aneignet, sondern dass er gecoacht wird, begleitet wird, dass es Teamarbeit gibt, dass es aber nicht ein oder zwei Tagesseminar gibt, wo ein Thema beigebracht wird und das soll er dann anwenden. Das macht nur 20% der Weiterbildung aus, diese klassischen Weiterbildungsseminare, die von diesen 20% zu 90% auch als Webinare durchgeführt werden. Also die eigentlichen Trainings sind zumindest bei uns im Unternehmen deutlich auf dem Rückweg. Der andere Teil sind dann externe Trainings, also die 10%, die verbleiben, also wo dann wirklich der Austausch mit anderen Organisationen gesucht wird, um eben auch den Horizont zu erweitern. Ich war etwas erschüttert, muss ich sagen, von den Ergebnissen, weil ich finde es ein Armutszeugnis für einen Arbeitgeber, wenn er neue Technologien einführt und das den Mitarbeitern vor den Latz haut und sagt, jetzt seht mal zu, wie das funktioniert, weil damit kann man weder eine angemessene Produktivität erreichen, noch eine ausreichende Zufriedenheit bei den Mitarbeitern. Wir sind am Ende unserer Redezeit angekommen. Ich würde gerne eine ganz knackige Abschlussrunde machen, so im Stil von hart, aber fair, heißt es, glaube ich. Und zwar würde ich gerne Sie alle, und wir enden bei Herrn Schwadra, fragen zwei Sachen. Und zwar einmal, wir haben jetzt viel über bestimmte Aspekte dieser Publikation gesprochen, aber noch nicht alle. Welches Thema sollte Ihrer Meinung nach vor allem diskutiert werden? Die Studie wird ja ein Jahr sozusagen existieren. Also das heißt, es gibt viele Gelegenheiten, sich den Inhalt nochmal zu widmen. Welches Thema sollte da vor allem präsent sein? Und was wurde noch nicht so erfragt, was steht nicht im Vordergrund, wenn wir sozusagen eine Hausaufgabe an D21 mitgeben, was in dem nächsten digitalen Index erfasst werden soll, was sollte das sein? Okay, wir diskutieren jetzt ein Jahr über das Thema neue Arbeitswelten, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, bessere Vereinbarkeit durch eine neue Arbeitswelt, vielleicht auch ein Ausbau mobiler Arbeitsform, ist hier angeteasert in der Studie. Was mir noch fehlt, ich glaube, wir müssen über die Frage, welche Kraft hat das Digitale eigentlich für das Thema Integration, sollten wir noch mehr diskutieren und mehr drüber reden. Perfekt, vielen Dank. Herr Schimmeier. Erster Aspekt, glaube ich, der im Vordergrund stehen muss, ist die ohnehin hier heute schon diskutierte Frage, digitale Spaltung der Gesellschaft. Wie schaffen wir das zurückzudrängen, massiv zurückzudrängen, praxisrelevant und politisch relevant? Die zweite Frage bezieht sich bei mir tatsächlich auf die langfristige Auswirkung der digitalen Transformation, Gesellschaft in der digitalen Transformation. Wie schaut ein Sozialsystem, ein Steuersystem, ein politisches System in 20 Jahren, in 30 Jahren aus, wenn die digitale Transformation voll eingesetzt hat? Dankeschön. Ich hätte gerne auf der Grundlage der Studie eine digitale Lern- und Lehrstrategie für Deutschland, die genau die bisher benachteiligten Gruppen mit einbezieht, also nicht nur in der Schule, sondern eben bis ins hohe Alter, das wäre der eine Punkt. Und für die nächste Studie würde ich mir wünschen, den Begriff Big Data aufzubohren und Datenkompetenz kleinteiliger abzufragen, also so wirklich, was für unterschiedliche Daten sind es, personenbezogene, körperbezogene, was auch immer Daten, um da vielleicht konkreter dahinter zu kommen, was für Wissen und was für Ängste sind eigentlich mit Datennutzung verbunden. Vielen Dank. Ja, ich finde Ihren Punkt, den sollten wir in diesem Jahr diskutieren, Datenbewusstsein, weil sich das daraus ergibt aus der Studie. Ich finde, für das nächste Jahr würde ich sehr gut finden, noch plastischer vor Augen zu führen, was ist eigentlich in der analogen Welt normal, worüber brauchen wir uns keine Gedanken zu machen und wo sind wir noch unsicher in der digitalen Welt, um diese Unsicherheit abzubauen. Das sind für mich wichtige Fragestellungen fürs nächste Jahr. Vielen Dank. Schwadra, Sie dürfen die Fragen natürlich auch beantworten, aber von Ihnen würde ich abschließend auch gerne nochmal wissen, wie hoffen Sie, dass die Studie aufgefasst wird? Also was würden Sie sich wünschen, was jetzt in den nächsten Monaten sozusagen mit dieser Publikation passiert? Ich glaube, dass mein größter Wunsch das ist, was heute begonnen hat, nämlich ein fachlicher Diskurs über die Ergebnisse und dass wir dann nicht nur mit einem oder zwei oder drei Ministerien darüber reden, sondern dass wir mit allen Ministerien darüber reden, letztendlich
sind alle Ministerien im Bund irgendwie von der Digitalisierung unserer Gesellschaft betroffen. Digitale Agenda war ein richtiger Schritt, da stehen auch gesellschaftliche Aspekte drin, das finde ich schon mal sehr gut und da möchte ich den Diskurs fortgesetzt wissen. Ich glaube, das wäre das beste Ergebnis, was wir uns erwarten können. Und wenn ich da noch einen Wunsch hätte, das muss nicht in die Studie rein, aber es brennt mich die Frage, wie können wir die digitalen Medien nicht nur für unsere Kinder einsetzen, für ein besseres Lernen, sondern wie können wir digitale Medien auch für die Integration der vielen Flüchtlinge nutzen? Ich glaube sehr, dass ein riesiges Potenzial in diesen digitalen Medien steckt, dass auch Menschen im Selbststudium die deutsche Sprache erlernen können, unsere Kultur erlernen können und damit ein integraler Teil unserer Gesellschaft werden können oder leichter ein integraler Teil dieser Gesellschaft werden können. Das ist in der Diskussion in der Öffentlichkeit irgendwo noch nicht vorgekommen, aber ich wünsche mir, dass das vielleicht im nächsten Jahr ein Diskussionspunkt sein würde. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie zum Ende angesprochen haben. Vielleicht nur als Hinweis dazu, es fand, glaube ich, letztes Wochenende oder vorletztes Wochenende ein Hackathon in diesem Kontext statt und es hat auch gerade neu eröffnet ein Hub in Berlin, der versucht, diese ganzen sehr noch im Moment in Kinderschuhen steckenden digitalen Initiativen, die Flüchtlingen helfen sollen, so ein bisschen zu bündeln und eine Übersicht zu schaffen, der Migration Hub. Also wer sich für dieses Thema interessiert oder auch sowas unterstützen möchte, kann ich ganz wärmstens empfehlen. Wie gesagt, gerade so ein bisschen als Koordinationspunkt zu den vielen tollen Initiativen von Ankommenskarten, FAQs für ankommende Menschen etc. Vielen Dank, dass Sie dieses wichtige Thema noch mal zum Ende angesprochen haben. Wir sind am Ende der Zeit angekommen. Ich möchte mich noch mal ganz herzlich bei allen Panelisten bedanken. Einen großen Applaus bitte. Und dann bitte noch mal einen Applaus für alle Menschen, die super mitgeholfen haben, heute hier im Raum die ganze Veranstaltung möglich gemacht haben. Und als letztes möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken fürs Herkommen, fürs Mitdiskutieren, fürs auch über den Livestream zuschauen und mittwittern. Und ich hoffe, dass wir ja nicht nur heute hier, sondern ab heute eine ebenso rege Diskussion zu all diesen Themen gemeinsam weiterführen werden. Dankeschön.